bist du? Also hier oben ist noch eine. Warte mal. Moment mal. Warum ignorieren infizierte Skullface? Wo geht's denn hier hin? Na, hier war eigentlich Gefängniszugang, da wollte er uns ja nicht reinlassen. Und hier hinten geht's wieder zu. Zur Trainingshalle, ne? Ja. Ja. Und hier ist eigentlich er. Er ist weg. Night Runner, eine Lieferung von Astrid erwartet dich in der Kantine. Lieferung? Das muss Chiro sein. In der Kantine? Okay, aber hier lang. Ach, die Bar. Ja, die habe ich doch schon gesehen. Die ist oben. Ich weiß nicht. Das war irre. Die sollten Nächte des Terrors jeden Tag veranstalten. Ich meine, jede Nacht. Genau, hier ist die Bar. Wo ist er denn? Du warst wie ein Panzer. Da ist er. Chiro. Hi, Aiden. Ja, dumme Frage, aber geht es dir gut? Sehe ich denn nicht so aus? Ich bin nur so verdammt müde. Es ist alles vorbei. Was ist vorbei? Naja, du bist frei. Ich weiß. Astrid hat mich als Kämpfer ausgewählt. Was? Sie hat mir sogar einen neuen Namen aus der Bibel ausgesucht. Kain. Kain. Das klingt hart und stark. Ach, im Ernst? Astrid hat mir zugesagt, die will wahrscheinlich, dass wir beide gegeneinander kämpfen. Warum bist du also hier, Chiro? Boah. Nenn mich Kain. Aus dem gleichen Grund, aus dem du hier bist. Hör mal, Chiro. Dein Vater und ich haben unser Leben für dich riskiert, um dich rauszuholen. Mein Vater? Er hat dich also hierher geschickt. Ach, hör mal. Er wartet draußen auf dich. Du Arschloch! Ich dachte, wir wären Freunde. Genau deswegen habe ich es doch gemacht, du verzogenes Stück Scheiße. Nein, deswegen hat mein Vater dich dazu gebracht, mich verlieren zu lassen. Fickt euch beide! Nochmal helfe ich dir nicht, du Arsch. Nein. Nö. Da bin ich bockig. Gut, können wir jetzt weiterkämpfen? Wo ist der andere? Was meinst du, den Eunuchen? Genau. Wo ist Chiro? Ihr zwei solltet doch herkommen. Na, die Sache wurde kompliziert. Scheiße, wenn wir noch die Wachen werden uns hören. Jones ist der ich warte draußen auf dich. Pity wie Sensationen. Erreichen Sie das Finale des Turniers. Ach. Ah, du bist es. Suchst okay. Du nach einem Adrenalinschub? Das heißt, wir sollen hier ganz nach oben. Aufstand in der Burg. Alter. Lauf, Junge, lauf. Rappeln im der Liebe. Ja, rappeln finde ich irgendwie süß. Rappeln im Dschungel. Ja, wollen wir das? Ja. Werden wir sehen. Also das wird wieder aufregend, glaube ich. Mehr als sterben können wir ja nicht. Ach du Scheiße, was habe ich denn in der Hand? Ein gut gezielter Schlag. Wir sind überzeugt, ihr findet unseren nächsten Gast bombig. Denn er zerreißt euch in Stücke. Seid bereit für die Katastrophe. Was soll ich noch mehr sagen? Ein Gorilla ist das? Der hat bestimmt bloß den Namen gekriegt. Unser Krieger hat Probleme. Honey, weg. Oh. Na, das braucht ja lange, bis das explodiert. Ne? Das ist ja sinnlos. Sinnlos.
Schafft er es bis zum Ende? Hast du zufällig noch Messer dabei? Nö, eine selbstgebaute Granate ist aber genauso gut. Nicht übel. Oh nein. Ups, ein Schluck auf. Scheiße, ich bin fast tot. Hör ich auch. Oh, erledigt. Liegst du am Boden? Oh. Nee, alles gut. Oh Mann. Was für eine Nummer. Auf 26 sind wir gestiegen. Neue Gegenstände beim Händler. Ja, super. Okay. Und weiterkämpfen. Wir sollen ja ganz nach oben und dann dürfen wir den anderen Idioten herausfordern. Die sind Kanonenfutter. Ah, gut, du bist hier. Es ist an der Männer Zeit, es hier ein wenig wärmer zu machen. Männer in Strumpfhosen. Ja, gucken wir mal, was das war. Das wird eine ganz besondere Veranstaltung. Oh, okay. Also schnell diese Punkte hinterher. Kennen wir schon irgendwo her, ne? Der Prüfungstest war da auch so. Wir probieren es einfach mal. Wenn nicht, haben wir ja noch andere Möglichkeiten. Stärke, Intelligenz und Beharrlichkeit. Ohne sie kann man keine Gegner zurückschlagen. Willkommen zu unserer nächsten blutigen Aufführung. Das war das erste Viertel. Er hat einen Lauf. Was los? Wir haben die Hälfte geschafft. Oh Mann. Ich werde sowas von sterben, glaube ich. Wir haben drei Viertel vom Ziel geschafft. Meine Damen und Herren, Hani, hat einen Auftrag. Kannst du mal zu mir kommen und mich wiederbeleben? Ja. Dankeschön. So, wie viele fehlen denn noch? Zwei? Mehr Blut! Habe ich recht? Kann nicht aufhören, wird nicht aufhören! Boah, was ist denn hier schon wieder? Eine ziemlich erfolgreiche Leistung. Okay. Geschafft zumindest, ne? Ja. Auf 22, okay. Wieder neue Sachen beim Händler. Signal. Sie meinte, sie wartet in ihrem Büro. Jetzt kommt der andere wieder. Oh Mann! Ja, oder? Das war krass! Ja. Du bist eine Tötungsmaschine, Mann! Ja, ja, du schon wieder. Ja! Dein größter Fan, Tobias! Freust du dich, mich zu sehen? Nein. Sollen wir ehrlich sein? Nein.
Stalkst du mich oder was? Ich? Ich ein Stalker? Ja. Sehe ich aus wie ein Spinner? Ach, wenn du so fragst. Egal. Ich kam nicht über die Mauern hinaus, aber ich fand einen Platz zum Trainieren beim Bazar. Und ich erinnerte mich an jemand anderen, der früher hier bei dir wohnte. Ein kleiner Typ, aber höllisch schnell. Schafft es fast bis ins Finale. Aber nicht mehr so schnell, als Skullface seine Wirbelsäule zerquetscht hatte. Auf jeden Fall erzählte er mir von einem Ort, bevor er starb. Es gibt Dinge, die es jedem ermöglichen, Inhibitoren zu nehmen. Ist das zu glauben? Jeder kann das. Ich weiß, wo das ist. Du solltest es dir vor dem Finale mal ansehen. Ich finde heraus, wo ich die Adresse habe und melde mich wieder bei dir. Na, danke. Ist mir ein Vergnügen. Viel Glück, Mann. Was bitte? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt Dopingmittel. Hatten wir das mit ihr jetzt? Treffen Sie Astrid im Büro. Genau, das wollten wir ja jetzt machen. Da lag irgendwo eine Notiz drin. Astrid? Sie war schon immer eine echte Unterhaltungskünstlerin. Das war 5 Monate vor der Pandemie. Die VNC, das waren noch Zeiten. Wir hatten ein Sprichwort. Dein Programm ist eigentlich egal. Du musst nur eine Show abziehen können. Scheint, dieses Sprichwort blieb an dir kleben. Natürlich. Entschuldige die laute Musik, Aiden. Ich möchte nur verhindern, dass uns jemand belauscht. Was ist hier los? Wir können uns gegenseitig helfen. Du gewinnst das Turnier und ich kann die Massakerhalle weiter offen halten. Was? Jemand will sie schließen? Zu viele Menschen sterben in der Massakerhalle. Gerüchte haben das PK-Schiff erreicht. Jack Matt verliert die Geduld. Was hat mein Sieg mit all dem zu tun? Solange Skullface der Champion ist, wird das Gemetzel nicht enden. Es wird nur schlimmer werden. Du willst, dass ich ihn beseitige? Ich habe schon selbst alles gemacht. Erst hat sie ihn groß gemacht, weißt du, und jetzt wollen wir ihr helfen, ihn loszuwerden. Als ich ihn das erste Mal sah, wusste ich, er würde ein Star werden. Er hatte das Publikum in der Hand. Er war ein Gewinner. Immer und immer wieder. Genau wie du. Aber er wollte mehr als gewinnen. Skullface wurde unersättlich. Begann zu töten. Als ich erkannte, was in ihm gefahren war, war es zu spät. Selbst meine Wachen haben Angst vor ihm. Ich habe ein Monster erschaffen, Aiden. Ich will das Gemetzel beenden. Aber ich brauche Hilfe. Hilfst du mir? Hast du einen Plan? Du hast es in der Arena gesehen. Die Infizierten greifen Skullface nicht an. Sie sind seine Waffe und sein Schild. Das möchte ich ihm nehmen. Okay. Irgendeine Ahnung wie? Ich habe Schreie in seinem Raum gehört. Ich glaube, er experimentiert mit Menschen. Da können wir ansetzen. Sei aber vorsichtig. Hast du Angst um mich? Um uns. Wenn er herausfindet, dass wir zusammenarbeiten, reißt er uns beiden die Gedärme aus. Okay, ich gehe. Und erzähl dir, wenn ich etwas herausfinde. Okay. Wieder so was Manipulatives, weißt du? Komm zurück, wenn du etwas mehr für Astrid hast. Oh, jetzt haben wir hier.
Was? Ernsthaft. Ja, toll. Kommen wir da ra- Oh Mann. Okay, das dürfen wir nicht. Okay. Schade. Ich habe gedacht, wir können uns das ein bisschen erleichtern, indem wir den da ausnocken. Also für immer. Klappt so also nicht. Und das kann ja noch spannend werden. Hier kommen wir nicht rein. Und wir wissen ja noch nicht, wie der seine Runden dreht, ne? Ich gehe hier erstmal unter den Tisch. Okay. Ich gehe mal so ein bisschen hinterher. Was muss er? Was hat er Durchfall? Er hat gesagt, er muss pissen. Also nehme ich mal an, dass er keinen Durchfall hat. So, Notiz. Skullface. Untersuchen. 999 Wege zu sterben. Könnte der Wahlspruch von Skullface sein. Hyperdeath oder 999 Wege zum Sterben? Ja, warum nicht? Niemand erinnert sich an den Zweitbesten. Immerhin keine Rechtschreibfehler. Ja, wenn er keine Rechtschreibfehler hat, scheint er nicht ganz so doof zu sein. Können wir das zumachen hier? Riecht wie im Schlachthaus. Oh, was ist das für Zeug? Verschlossen. Muss den Code finden. Gegner fehlgeschlagen, Überlebender wurde verwandelt. Das ist sicher nicht sein Fan. Das ist ein Safe, okay. Ja, da müssen wir die Dings finden. Die Notiz dazu, ne? Ich hatte doch eine Notiz gefunden, ich guck mal. Ja, warte, ich bin auch gerade am gucken. Was? Parade des Abschaums. Ralf, welcher Ralf? Fragt die Wache. Juan kauft den Patron 2032 bis 2034. Der war jetzt neu. Schuldenliste von Skullface. 200, 314, 1600. Müssen wir das alle zusammenrechnen? Weiß ich nicht. Also drei zweistellige Zahlen, also vierstellig. Hm. Ach Quatsch, sechsstellig maximal. So, 18.500. 314, 200, 1600. Achso, und das geht ja hier ein bisschen anders. Nee, machen wir so. So.
200, 314, 1600, So, das wird spannend. Okay. Bin ich mal gespannt. Haben wir richtig gerechnet. Du bist dran am Safe, ne? Mhm. Versuch's mal bitte mit... Ah ja, wie macht man das jetzt? 21.597. 21? 21.000, also 02, 15, 97. Versuch 21, mal. Okay, dann? Dann die 15. Ja, warte. Die 15 hab ich. Und dann die 97. Nee. Nee. Warte mal, 21. Nein, erst die 02, dann die 15 und dann die 97. Nee, das sind ja nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das sind immer, also es sind nur drei Ziffernpaare. Ja, und zwischen 0 und 99 kannst du aussuchen, richtig? Warte mal, als allererstes gebe ich ein die 21. Nein, die 2 bitte. Nur die 2? Ja. Warte mal, die 2... Null zwei. Hab ich. Dann die 15. Und die 97, ne? Ja. Nee. Ich habe mich auch verrechnet, glaube ich. So. Warte, ich mache das nochmal anders. 20.000. Und dann haben wir... schwer zu sehen hier. Okay, versuch's mal mit der 2, dann die 13 und dann die 97. Die 2, die 13 und die 97. Nein. Das ist seltsam. Weil nur die 2 kann ich nicht eingeben. Das sind 2. Ja, dann mach 02. Ja, doch.
Warte mal. 0. Nee, wenn ich die 0 eingebe, springt er gleich in die nächste Zeile. Nee, lass mich mal machen. Das gucke ich mir mal an. Nur die 2 eingeben geht nicht. Doch. 2. Okay, war falsch. Schade. Und hier ist nichts weiter drin zu finden. Hier ist ein Safe, ja super. Öffnen Sie den Safe, steht auch tatsächlich drin. Finden Sie den Schwachpunkt von Skullface und öffnen Sie den Safe. Ja, super. Ich habe nur das gefunden. Revier. Oh ja, das Revier wird bestimmt auch noch interessant. Mal gucken, ob es hier noch was anderes gibt, wo wir rein können. Weil das war die einzige Notiz, die ich hier so finden konnte. Das ist ein Bild. Warten auf anderen Spieler. Achso. Ja, der steht gleich hier vorne. Na, ich glaube, wir finden den Code ich eher hier drinne. Meinst du? Hm. Da sind keine Griffe an der Tür. Ja, auch nicht. Aber ich sehe doch hier eine Notiz in dem Raum. Siehst du das? Ich sehe aber keinen Weg hinzukommen. Mit der Sicht kannst du es ja aktivieren. Ach so. Ist auch noch eine Notiz, aber warum? Ich komme doch da nicht so rein. Oder wir kommen doch da nicht so rein. Was soll der Blödsinn? Blödsinn. Questbereich. Hm. Ah nee, der kommt gerade in die Richtung, kann zurückgehen. Wieso, wir können uns unter dem Tisch verstecken? Nö. Nicht, wenn er direkt vor einem steht.
Nee, entweder in dem Schreiben. Aber wer auch immer das ist, Skullface ist sicher nicht sein Fan. »999 Wege zu sterben«, könnte der Wahlspruch von Skullface sein. »Du willst mich doch verarschen? Wer zur Hölle? Jetzt haben wir dich, du Wichser!« Komm, einmal noch und hin. Wenn's denn nicht klappt, ist Feierabend. So, Tür zu, stört uns keiner. Aber wer auch immer das ist, Skullface ist sicher nicht sein Fan. 999 Wege zu sterben. Könntet... verschlossen. Muss den Code finden. Ah, was ist denn hier? Boah, riecht wie im Schlachthaus. Oh, was ist das für Zeug? Wie, was ist hier? Ach so, okay. Ah, warte mal. Nee, da wollte ich doch gar nicht hin. Neun. War es auch nicht. Niemand erinnert sich an den Zweitbesten. Immerhin keine Rechtschreibfehler. Irgendwas hast du gerade gefunden. Irgendwas hat sich da gerade... Lass uns mal hier raus. Lass uns mal gucken, ob wir noch mehr Türen aufkriegen. Echt jetzt? Wer ist das? Was war das jetzt? Weiß ich nicht, hab ich versteckt. So, ich mach wieder auf. Hier sind ja noch mehr Türen, aber manche haben halt keine Griffe. Deswegen ist klar, die können wir dann wahrscheinlich nicht aufmachen. Ich bin hier erstmal unter dem Schrank. Tisch meine ich. Ach, der ist so mit sich selbst beschäftigt. Der kriegt nichts mit. Aber die hier, Anni. Ja, ihm juckt was. Und das ist nicht das linke Ohr. Nee. Ein düsterer Ort. Oh, okay. Die geht nicht auf. Das ist ja blöde. Die Tür geht auch nicht auf. Zollen da, bitteschön. Irgendwo Lüftungsschacht wieder übersehen. Komm mal rein hier, ich mach mal zu. Warte mal, hier liegt noch was.
Aha, okay. Ich habe einen entdeckt. Was denn? Nano. Hier unten. Also eine Etage tiefer. Nee. Hier im Regal hat er mir gerade was angezeigt. Nö, das leuchtet durch. Du siehst das ja nicht, wenn das von einer anderen Ebene ist. Ich weiß, was du da siehst. Das ist ein Schrank, so wie das aussieht. Da ist ein Punkt. Also ich weiß nicht, ob da was das was mit der Notiz zu tun hat, die wir hier eingesammelt haben. Oh, hier liegt ja einer in der Badewanne, aber dem geht's nicht mehr so gut. Ja, ich denke mal, für heute machen wir mal Ende. Ich glaube, die Lösung werden wir heute nicht so einfach mehr finden. In den nächsten 10 Sekunden. Nee, mein Gehirn ist auch schon, hat sich schon abgeschalten, glaube ich. Ja. Kann ich mir vorstellen. Na gut, ihr Lieben, dann vielen Dank fürs Zuschauen natürlich. Seit morgen gerne wieder um 20.15 Uhr da. Dann machen wir gerne weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine gute Nacht und schön, dass ihr da wart. Gute Nacht und Horridoo.